Hallo. Ja, ich schalte mal kurz auf die Folien um. Es ist ja, es geht um die Erlebnisse eines Kritisprüfers. Ich werde euch mal kurz den Kontext zu mir geben für die, die mich noch nicht kennen, und danach könnt ihr auch mal verstehen, unter was ich da so leide, oder auch die Kollegen. Und dann kriegen wir mal einen Überblick über Geschichten aus den Gruften der kritischen Infrastrukturen. Und ja, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß mit mir zusammen. Schauen wir mal. Ja, wer bin ich, was mache ich? Manuel Artug, aka Honkase. Ich bin Senior Manager bei der High Solutions AG. Mache seit über 23 Jahren Dinge aus Gründen. Hauptsächlich befasse ich mich natürlich mit kritischen Infrastrukturen, aber ich habe eben natürlich auch andere Hintergründe. Ich befasse mich sehr viel mit dem Stichwort Hackback oder Offensive im militärischen Bereich, weil es eben gegen kritische Infrastrukturen geht. Ich befasse mich sehr viel mit der Ethik, nicht jetzt aus dem formal korrekten, sondern aus dem Gesamtverständnis, Ethik, Moral und im Kontext dieser Dinge. Cyberresilienz, also ja, Cyber wird jetzt auch ab und zu vorkommen. Ich hatte keine Lust mehr, es rauszufiltern. Cyberresilienz in dem Sinne, kritische Infrastrukturen müssen resilient sein und möglichst lauffähig sein, damit wir auch ja, eine Funktionsfähigkeit sicherstellen können und eine Versorgungssicherheit. Und in dem Zusammenhang natürlich auch Bevölkerungsschutz, und interessiere mich insofern natürlich auch um die, wie soll ich sagen, Lebenserhaltung. Ja, seit auch über 23 Jahren bin ich dann aktiv in einigen Vereinen und mache diese Dinge aus Gründen. Und unter anderem bin ich Sprecher und Gründer der AG Kritis, unabhängige Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen. Da haben wir uns eben zusammen getan und gesagt, wenn man sich kritische Infrastrukturen anguckt, und ihr werdet vielleicht danach auch noch ein bisschen besser verstehen nach diesem Vortrag, muss man eigentlich mal schauen, was man da irgendwie tut und wie wir das auch ein bisschen solider hinkriegen, die bestehen zu haben, und wenn wir ein Problem haben, wie wir das eigentlich aufheben sozusagen. Ja, bevor ich erkläre, was man so bei kritischen Infrastrukturen erlebt, würde ich ganz gerne einmal den Überblick geben, was ist eigentlich Kritis, und was versteht man darunter? Ich könnte da jetzt echt komplexe Gesetzespassagen irgendwie abbilden, aber ich mache es wirklich ganz vereinfacht. Es ist aus der EU-NIS-Richtlinie ist entstanden das IT-Sicherheitsgesetz, wobei formal korrekt war die erste Fassung zuerst in Deutschland, dann hat die EU das übernommen und Deutschland hat nochmal auf die EU-Regularien angepasst. Aber dieses IT-Sicherheitsgesetz für kritische Infrastrukturen gibt es seit 2015. Ziel ist die Sicherheit der IT-Komponenten von kritischen Infrastrukturen. Rechtlich verbindlich ist es ab einer Versorgung von circa 500.000, also von ziemlich genau 500.000 Bürgern, aber hochgerechnet auf einen Verbrauchsschwellenwert der 500.000 Bürger. Heißt also, wenn 500.000 Bürger so und so viel Liter Wasser im Jahr Frischwasser aus einem Frischwassergewinnungswerk benötigen, dann rechnet man das mal 500.000 hoch und stellt fest, das sind dann 22 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr, die produziert werden. Und wenn ich eben mehr als das produziere, gelte ich als kritische Infrastrukturbetreiber. Und diese Kritisbetreiber, ich nenne es liebevoll meinen Seven of Nine Sektoren, müssen ihre IT-Sicherheit nachweisen. Warum Seven of Nine? Es ist so, dass es neun kritische Infrastruktursektoren in Deutschland gibt, die definiert wurden. Davon sind sieben in der BSI-Kritis-Verordnung definiert, das heißt Energie, Gesundheit, IT und TK, also die ganzen Mobilfunknetze oder Internet, Transport und Verkehr, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen und Ernährung sind eben, wie gesagt, im BSI-Gesetz verankert und in der BSI-Kritis-Verordnung hinterlegt, was die genau wie zu tun haben, wie die Schwellenwerte sind und so weiter. Die anderen zwei sind Staat und Verwaltung. Der ist anderweitig reguliert, wird nicht von der Kritisverordnung erfasst, denn der Staat muss ja sozusagen eine gewisse Unabhängigkeit haben. Und dann kann eben eine Behörde wie das BSI natürlich nicht da die Hoheit übernehmen und darauf einwirken. Demzufolge gibt es da zum einen offenbar auch da gesetzliche Hürden, die diese, naja, nicht so ganz vorhandene Unabhängigkeit vom BMI, des BSI einschränken, aber das wird eben adressiert dadurch, dass man versucht, man hat einen Umsetzungsplan Bund oder UP-Bund,
Und in diesem UP-Bund wird zumindest Staat und Verwaltung gesteuert, miteinander abgestimmt, aber die haben eben keine festen, ich sag mal, Verordnungsregularien, wie eben diese Kritisverordnung für die anderen 7 Sektoren. Und beim Sektor Medien und Kultur ist es so, das fällt in die Zuständigkeit der Bundesländer, daher ist es natürlich nicht durch ein Bundesrecht reguliert. Insofern können die das natürlich dann nicht darüber adressieren. Jetzt klingt das alles nach so einem Idealstandard-Sicherheitsstandard, nämlich sowas wie ISO 27001 oder IT-Grundschutz oder irgendwas in der Richtung. Jetzt haben wir hier noch so einen 12. Sicherheitsstandard und müssen irgendwelche Dinge tun. Ist nicht ganz so, denn dieses BSI-Gesetz und die Kritisverordnung haben einen anderen Fokus. Die dienen dem Schutz der Bevölkerung tatsächlich und nicht des Betreibers. Das ist eher so sekundär. Der Betreiber ist im Zweifelsfalle nachgelagert. Es geht darum, dass den Versorgungsengpass zu verhindern oder einen Versorgungsausfall mit der jeweiligen kritischen Dienstleistung, also Frischwasserlieferung und Abwasserentsorgung oder. Und insofern legt man also den Fokus darauf. Und es gibt keine Zertifikate. BAPAL hat man sich da ausgespart und gesagt, das ist eine sogenannte Nachweiserbringung. Ich habe dieses Gesetz, BSI-Gesetz, Paragraph 8a, da komme ich nachher noch drauf. Das muss man einhalten und erfüllen. Und eine Erfüllung des Gesetzes muss man halt durch eine unabhängige Prüfung durch einen sachkundigen Dritten erfolgen lassen. Und damit hat man formal eine Nachweiserbringung vorgenommen. Diese Nachweiserbringung ist in der Form, dass man natürlich einen Prüfbericht hat, aber insbesondere auch eine Mängelliste mit den entsprechenden Sicherheitsmängeln, die dann zu beheben sind. Und ja, das erstellt man dann als Prüfer, übergibt das dem Betreiber und der Betreiber muss dann natürlich diese Mängelliste adressieren, abarbeiten, aber eben auch ans BSI übermitteln und sagen, hier, wir haben unsere Nachweiserbringung vorgenommen, langt das? Und dann prüft das BSI das mit der jeweiligen zuständigen Aufsichtsbehörde pro Sektor, sind ja unterschiedliche, ob das alles passt oder nicht passt und was sie dann wünschen. Die Prüfkriterien selbst oder das Prüfkriterium selbst ist die Umsetzung von Sicherheitsanforderungen, also wirklich, was habe ich gemacht, ist Zustandsanalyse und nicht die Planung. Also wenn die erzählen, hier, nächstes Jahr haben wir dieses total geile ISMS und damit ist alles klar Schiff, dann gibt es eine Abweichung, weil fehlt noch. Ja, wenn die Anforderung war, dass man eben ein SIEM oder was auch immer haben muss. Insofern können die also nicht hingehen und sagen, wir haben hier tolle Pläne und da kommt irgendwann was, sondern wirklich wir müssen mal mit Fakten aufzeigen, dass wir auch wirklich was haben. Und das ist schon mal auch ein wichtiger Punkt. Ist Zustand prüfen, nicht soll Zustand diskutieren. Gut, wie versteht man dann, was ist ein Sicherheitsmangel? Und ein Mangel ist nicht immer gleich einem Mangel. Gerade bei Kritis ist es noch ein bisschen anders. Man unterscheidet also zum einen geringfügige Mängel und schwerwiegende Mängel oder auch Empfehlungen oder gar keine Beanstandung. Wichtig an der Stelle ist, hat es einen direkten, unmittelbare Auswirkungen größeren Ausmaßes auf die Erbringung dieser Dienstleistung, also die kritische Versorgung sicherzustellen, hat es das eher so geringfügiger, also nicht unmittelbar, sondern mittel- bis langfristig, oder eben ist das eigentlich alles so, wie es ist, absolut okay und dann hätte man eben eine Empfehlung oder gar nichts. Keine Prüfung ohne Mangel. Es ist so, dass sagen wir es mal so, das BSI erwartet etwas zwischen 50 und 150 Mängel pro Prüfung. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Kritische Infrastrukturen sind ja kritisch und damit eher selten, sage ich mal, im Wartungsmodus und machen auch nicht on the edge Rocket Science Dinge, sondern sorgen erstmal dafür, dass die Versorgung dauerhaft sichergestellt ist und dass die Produktion läuft. Und das heißt schlichtweg, dass man durchaus ein paar veraltete Komponenten einsetzt, dass man Komponenten von Herstellern einsetzt, die einfach nicht mehr auf dem Markt existieren, weil die schon so lange im Betrieb sind. Und dadurch, dass ich nicht sofort jedes Problem beheben kann, weil ich sonst jedes Mal die Produktion abschalten würde und damit einen kompletten Versorgungsausfall habe, ist also so, dass diese Erwartung von Mängeln einfach gegeben ist.
Und wenn also jemand eine Prüfung machen würde und dann einen Prüfbericht hat und eine Mängelliste, wo eben nichts draufsteht, dann wird es irgendwie ganz schnell dazu kommen, dass man sagt, wir hätten da Rückfragen, das passt irgendwie nicht. Das BSI fokussiert sich aktuell eher auf die schwerwiegenden Mängel, weil sie natürlich darauf den Fokus legen und sagen, liebe Leute, kümmert euch um die, wir wollen da genauer wissen, wann behebt ihr die und wie behebt ihr die. Aber die geringfügigen Mängel müssen natürlich auch behandelt werden. Da kann man nicht sagen, hey, die machen wir später. Aber es muss natürlich prioritätsgerecht realisiert werden, was man da tut. Von daher ist das durchaus gängig und üblich, da natürlich die kritischeren Dinge zuerst zu adressieren. Kurz noch die Definition. Ne? Man hat ja gerade schon gesagt, schwerwiegende Mängel. Also die genauere Formulierung ist gravierender oder erhebliche Gefährdung und es besteht akuter Handlungsbedarf. Bei den geringfügigeren gibt es halt eine Gefahr oder ein Risiko, aber es ist kein akuter Handlungsbedarf. Bei den Empfehlungen sind es Verbesserungshinweise, die man natürlich schon adressieren muss, weil wenn ich eine Empfehlung 3-4 Mal drinstehen habe, dann wird es irgendwann geringfügiger Mangel, weil man sich dem nicht adressiert hat. Oder eben man hat keine Abweichung in einem Prüfpunkt und dann ist die Anforderung halt vollständig erfüllt. Ja, jetzt haben wir erstmal gehört, was alles irgendwie so grundsätzlich ist. Ich möchte ein paar Dinge positiv hervorheben, bevor wir dann zu dem Schlechten kommen. Es ist ja auch nicht immer alles schlecht. Insofern muss man das auch mal klar betonen. Es gibt im BSI-Gesetz, § 8a, auch die Möglichkeit der Verwendung eines sogenannten B3S, ein branchenspezifischer Sicherheitsstandard. Diesen können Betreiber oder deren Verbände entwickeln, um zu sagen, dieses Gesetz sagt jetzt, ich soll einen angemessenen branchenspezifischen Stand der Technik realisieren. Und diese drei Punkte sind einfach juristisch nicht einwandfrei definiert. Was ist angemessen, was ist branchenspezifisch und was ist Stand der Technik? Kann also hervorragend darüber lamentieren, diskutieren und ewig und drei Tage feststellen, was ist eigentlich so die Norm. Und dafür kann man eben einen branchenspezifischen Sicherheitsstandard entwickeln, ableiten aus diesem BSI-Gesetz und den Anforderungen für kritische Infrastrukturen und sagen, also in diesem Kontext für diese Versorgung würde man das so und so tun. Und dann könnt ihr also diesen B3S verwenden und das erleichtert tatsächlich die Umsetzung bei den Kritisbetreibern enorm, weil sie eben aus einem, ich sag mal, Handlungskatalog, einer Orientierungshilfe, die für erfahrene Menschen kein Thema sind, aber für diejenigen, die sich damit initial befassen, halt tatsächlich Sorgen und Nöte produzieren und damit sie sich wieder in ihrer eigenen Sprachwelt und in ihrem Gebrauch wiederfinden, was wirklich ganz gut ist. IT-Sicherheit wird von vielen Kritisbetreibern nun auch angegangen, die vorher das nicht so ganz auf dem Schirm hatten oder nur für so ein paar Dinge. Das heißt, diese positive Entwicklung sieht man tatsächlich. Das ist auch schön zu sehen und beruhigt unter anderem mich dann auch in meinem Wohlfühlverhalten, wenn ich mir das alles angucke. Es geht also tatsächlich vorwärts. Eine stärkere Vernetzung der IT-Sicherheit bei Kritisbetreibern ist gegeben. Die fangen jetzt an, über IT-Sicherheit zu reden, miteinander, nicht übereinander. Und es ist fruchtbar. Die rotten sich jetzt zusammen und sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, und Kritis geht immer mehr und mehr in so eine Art Regelbetrieb über. Das ist jetzt nicht so ein Krebsgeschwür, irgendwie müssen wir da noch so ein Gesetz machen, sondern oder erfüllen. Sondern es ist jetzt so langsam auch ja, Routine im Alltag und nicht nur Projekt, sondern jetzt geht man in den Linienbetrieb. Und zuletzt noch der Hinweis, das BSI versteht die Branchen immer mehr und führt offene Gespräche. Ist natürlich auch nicht so, dass da auf einmal Fachexperten von neuen Sektoren am Start sind und jedes einzelne Detail bis zum Exzess kennen. Die müssen das natürlich auch mühselig sich erarbeiten und haben Studien dazu rausgebracht etc. pp. Führen diese offenen Gespräche, um Verständnis zu bekommen für die Problemlage, aber eben auch ja, irgendwie Lösungsszenarien gemeinsam zu finden oder auch das Verständnis zu haben. Und das ist ganz cool. Weil da so ein gemeinsames Staat und Wirtschaft Hand in Hand funktioniert und nicht irgendwie nur ein drakonischer Zwang oder ich prügel euch in diese Richtung, sondern wirklich in einem Dialog da irgendwie agieren kann. Das heißt aber nicht, dass man da irgendwie sich rauseiert aus irgendwelchen Vorgaben, sondern wirklich ein gutes Miteinander. Das ist sehr positiv.
So, das war so das Intro, damit ihr mal den Überblick habt. Und jetzt so die erste Frage, die man so erlebt. Ja, haben Sie mal ein Ersatzteil für uns? Was will ich damit sagen? Ja, ich will damit sagen, dass fehlende Ersatzteile tatsächlich ein Problem sind, wenn man, so wie ich schon gesagt habe, eben Hersteller hat, die inzwischen nicht mehr auf dem Markt sind oder insolvent gegangen sind, sich mal übernommen wurden, keine End-of-Life-Cycle sind in den ganzen Industrie- und Produktionsanlagen oder Komponenten, die laufen einfach über einen sehr langen Zeitraum. Das ist, die werden konzipiert für mehrere Dutzend Jahre und die laufen dann auch durchaus schon seit 30, 40 Jahren oder so und laufen dann einfach auch nochmal so 10, 20, 30, keine Ahnung wie viele Jahre. Einer der rekordträchtigsten Komponenten bei uns war zumindest was ich gesehen habe, eine Pumpe in so einem Pumpenhaus. Die Pumpe wurde vor 70 Jahren gebaut und eingebaut. Das war echt so deutsche Ingenieurskunst, ne? Unkaputtbar. Und ich würde da auch durchaus noch irgendwie eine Flasche Whisky drauf wetten, dass diese Pumpe noch ein paar Dutzend Jahre läuft. Die geht einfach nicht kaputt. Wird vielleicht auch erklären, warum der Hersteller dann irgendwann kaputt gegangen ist, weil er einfach alles immer nur einmal verkauft hat und dann nie wieder. Aber ja, unkaputtbar. Man baut aber dann Sensoren und Komponenten und Messgeräte, also Feldsensorentechnik da drumherum und fängt an, das Ganze zu verdrahten. Das ist dann eher so das Problem, da komme ich aber nachher noch zu. Ältere Anlagen sind aber, was so das angeht, eben nicht auf diese Anforderungen der Digitalisierung vorbereitet. Die sind also analog, die haben proprietäre Protokolle oder irgendwie sind rein mechanisch und dann hat man angefangen, da irgendwie zu überlegen, wie kann man Digitalisierung nachflanschen. Ich habe gerade schon bei der Pumpe gesagt, da ist es dann so, dass die eben so Feldsensoren dran gebaut haben, drumherum gepackt haben. Da kann man natürlich mit den Fühlern durchaus ein bisschen was machen, aber wenn man das jetzt beispielsweise in den ICS, also in Industrial Control Systems, Prozessautomatisierung und Steuerung betrachtet, dann ist es so, da gab es früher dann irgendwie Komponenten, die waren rein mechanisch und mit Relaisschaltern und allem und dann hat man diesen Prozessleit oder das Prozessleitsystem dran gepackt, ein SCADA-System oder so. Ja, und inzwischen haben die Dinger entweder so einen Boxer-Adapter oder sowas einen IP-Anschluss bekommen und wurden IP-ifiziert, sage ich dazu immer, oder sie haben eben ja, anderweitig irgendwie eine Ethernet-Schnittstelle kassiert und plötzlich reden die diese kruden, ungesicherten Echtzeitprotokolle über IP. Und dann kann man von außen irgendwie monitoren, aber naja, manchmal auch andere Dinge tun. Das heißt, auch da ist so das Problem, so gar keine Digitalisierung, teilweise Digitalisierung oder irgendwie ganz. Und das macht es dann auch tricky. Ich kann halt nicht einfach so ein IP-Modul nachrüsten und sagen, oh, jetzt habe ich hier Netz dran und dann ist alles schick. Das ist halt immer irgendwie exotisch zu betrachten oder individuell, was ich da eigentlich genau tue. Migrationsprojekte, wenn man das auf was Neues upgradet, dauern viele Jahre. Als Beispiel ein Hydrocracker, der in einer Raffinerie eingesetzt wird, ist halt etwas, wo man sozusagen die Flüssigkeiten trennt und so weiter. Das Ding hat mehrere hundert Bar Druck, um da ordnungsgemäß Rohöl zu verarbeiten. Und wenn du so einen Hydrocracker hast, das ist jetzt auch nicht so ein kleines Bauteil, sondern durchaus so ein großes Silo, wenn man so eine Raffinerie sieht, ist so ein großer Block da mit ganz vielen Rohren, die rein und rausführen. Und ja, wenn man das Ersatzteil bestellt, dann kriegt man das auch so in ungefähr 3,5 Jahren. Ja, also ich muss da schon eine Vorplanung haben von mindestens 4 Jahren mit Ausschreibung und so. Und dann muss ich auch die Raffinerie abschalten, das Modul austauschen, alles andere drumherum anpassen und dann kann ich es erst sozusagen austauschen und wieder in Betrieb nehmen. Also wir reden da von langer Zeit und nicht von, ich klicke mir mal eins und dann ist das nächste Woche schon geliefert so. Ja, kurios an der Stelle ist die Ersatzteile für geprüfte Anlagen. Mach mal die Maus hier weg. Die nervt. So. Nee, die will nicht. Die tue ich mal so hier weg. Die Ersatzteile für geprüfte Anlagen haben wir an manchen Stellen gesehen, wurden in eBay Kleinanzeigen oder so gesucht, weil man eben diese Ersatzteile jetzt nicht mehr bei dem Hersteller irgendwie klicken kann. Weil er eben insolvent gegangen ist oder x-mal weiterverkauft wurde oder das Produkt schlichtweg eingestellt wurde. Und dann haben wir dann gesagt, naja, also
hier, ne, ihr habt ja Bauteile und dann, was macht er denn, wenn die kaputt sind? Und dann ich so, ja, wir kaufen die bei Kleinanzeigen. Hab gesagt, ja, schon klar, so, ne, beim ersten Mal. Aber jetzt mal ohne Flachs, was macht ihr dann? Wie verhindert ihr, dass ihr einen Versorgungsausfall habt? Ja, wir meinten das schon ernst, so. Wir gehen auf Kleinanzeigen und suchen danach einmal im Monat. Und wir gehen mal kurz in den Raum hier, das ist das Ersatzteillager, da stehen die einzelnen Teile. Da waren auch Teile teilweise angeflext, rausgeflext, die dann, ne, verarbeitet wurden sozusagen. Da haben wir gesagt, ja, was macht ihr, wenn ihr jetzt keine findet auf Kleinanzeigen und sonst wo? Ja, dann gucken wir alle 2 Wochen statt monatlich. So, ah ja, okay. Und seit wann macht ihr das schon? Oh, das läuft jetzt schon ein paar Jahre sehr erfolgreich. Wir haben bis jetzt keinen einzigen Stillstand gehabt in der Produktion. So, okay. Ja, jetzt irgendwie im ersten Gefühl rollen sich einem die Fußnägel hoch, aber im zweiten Nachdenken, worum ging es nochmal bei Kritis? Versorgungsausfall verhindern. Haben die absolut korrekt reagiert. Ja, die haben sich überlegt, welche vielleicht auch unkonventionelle Maßnahme nehmen wir, um da wirklich einen Ersatzteil, ja, Nachschub sicherzustellen und damit einfach auch die Versorgung nicht ausfallen zu lassen. Fanden wir also sehr cool, hat funktioniert. Wir waren glücklich. An anderen Stellen gab es Baustellen. Aber so kann man mal ganz krass erleben, wie es eigentlich aussieht in einer kritischen Infrastrukturwelt. Bauliche Begebenheiten sind auch oft so ein Mysterium, über das man dann stolpert. Ja, IT-Systeme werden oft nachträglich eingebaut, nicht nur die IP-Fizierung und der IP-Anschluss. Also wir haben beispielsweise ein Rechenzentrum gehabt, wo wir dann reingekommen sind und dann lief mitten im Rechenzentrum so oben so ein richtig fettes Rohr einmal quer durch. Da haben wir gesagt, was ist das für eine schicke Rohrleitung, das sieht aber nicht nach Abluft oder so aus, sondern hieß es, nee, das ist das Hauptwasserrohr. Ihr habt das Hauptwasserrohr oben am Rechenzentrum. Wie jetzt? Ihr baut das mitten darunter? Ja, damals waren das hier ein paar mechanische Komponenten und das war nur ein kleiner Raum, dann haben wir das immer mehr ausgebaut und jetzt sind hier die ganzen Serverschränke drin und das konnten wir halt, das ist halt, jetzt ist halt so. Ja, und nu? Ja, dann hieß es, ja, wir können natürlich das andere RZ nutzen, aber dann müssten wir hier Komponenten abschalten, umbauen und dann haben wir halt einen Versorgungsausfall. Und solange wir, also wir bereiten alles nach und nach vor und wir haben auch Infrastruktur, die wir so da aufbauen und im Falle dann wechseln können, aber es wird eine Outage bedeuten. Also müssen wir da so lange wie möglich gucken, dass wir irgendwie Workarounds haben oder so. Die haben wir dann im Detail besprochen und es sah dann auch tatsächlich wieder sinnvoll und seriös aus, aber so im ersten Moment wieder so Schock, was geht dir hier ab? Was auch irgendwie ganz spannend ist, ist dann, wenn so in ungelüfteten Abstellschränken aktive Netzwerkkomponenten stehen, weil früher hatte man die nicht und dann hat man so ein paar kleine dahingestellt, die dann auch eher passiv gekühlt waren und keine Akt waren, dann kamen irgendwann die leistungsfähigeren Aktiven und so. Ja, und dann war es halt so, dass man gemerkt hat, das ist langsam nicht mehr angemessen. Warum? Weil es gab Überhitzung und Systemausfälle regelmäßig und hat man dann festgestellt, dieser ungelüftete Abstellschrank ist halt eine doofe Idee für aktive Netzwerkkomponenten, wenn man halt 19 Zoll inzwischen in etwas massiver einsetzt, statt nur 1, 2, 3 Kleinkomponenten. Und wir haben dann gefrotzelt und gesagt, ah, die IT war also eher so IT, atemlos durch die Nacht. Die hatten also ständig irgendwelche Tickets und Probleme. Aber dann hat man das gemeinsam gemerkt und den Mangel dann sozusagen aufgeschrieben und behoben. Aber diese Situationen, diese baulichen Begebenheiten erleben wir öfter und es ist halt nicht trivial. Jo, Safety versus Security, da haben wir auch so ein Problem. Es ist eine Lösung für ein Problem, aber macht ein anderes Problem aus. Komponenten mit Safety-Zulassung sollen ja dafür sorgen, dass kein Schaden im oder am menschlichen Körper passiert oder keine Beeinträchtigung von Menschenleben. Aber Komponenten mit Safety-Zulassung brauchen halt eine neue Zertifizierung bei einer Anpassung der Komponente und das ist natürlich dann manchmal sehr aufwendig, manchmal gar nicht möglich oder nicht vorgesehen. Im Medizinproduktgesetz, MPG, ist es zum Beispiel so, dass diese Systeme und Komponenten zur Anwendung im oder am menschlichen Körper eine Zulassung brauchen und danach ist sozusagen der Haftung Genüge getan.
wenn man so eine Komponente zum Beispiel pentestet, ja, ich habe jetzt so einen Kernspintomographen oder einen MRT oder was auch immer und mache mal einen Pentest drauf, dann kann man ja nicht mehr sicher sein, ob das gemäß der Zulassung funktioniert, weil es vielleicht irgendeine Macke hat, irgendwas wurde kaputt optimiert und kaputt gespielt von den Pentestern, ja, und dann darf ich es auch nicht mehr einsetzen, weil die Haftung ist nicht mehr geklärt. Insofern macht man da auch nicht regelmäßig einfach mal Pentests an sowas. Höchstens an, keine Ahnung, einer Insulinpumpe und wenn danach wird die zerstört, ja, die benutzt man dann nicht mehr. Aber dann hat man die Baugruppe eben geprüft. Und insofern jetzt, gut, außer ihr seid Prüfer, würdet ihr diese Komponenten gerne jeden Monat neu zertifizieren lassen. Also ich habe da so meine Bedenken, ob das Sinn macht. Ne? Und bei Geldautomaten oder Point-of-Sale-Terminals ist es dasselbe Spiel. Ja, man kann überall beliebig reingucken. Da sind überall diese Problemstellungen, dass man sagt, ich habe irgendeine Zulassung, irgendeine safety-relevante Zulassung. Da kann ich auch nicht mehr daran fuchteln. Und dieses Problem ist tatsächlich eins, wo es so ein bisschen Safety versus Security geht, statt so Hand in Hand miteinander das Ganze zu verzahnen. Ja, das Asset Management ist dann auch immer so eine Sache. IT ist halt oft, aber auch nicht immer vorhanden. Aber die OT, also die operationelle Technik, diese SCADA-Systeme, Prozessleitrechner, die ganzen Feldsensoren und so weiter, das wird dann auch gerne mal im Asset Management vergessen, weil das war ja für IT oder die IT-Abteilung hat es erstellt und nicht die Produktionsjungs. Das ist auch so ein bisschen getrennt. Ne? Man hat so die IT und man hat die OT und die kümmern sich um die Produktion und die kümmern sich um die Rechnerinfrastruktur. Diese IT-Probleme, die kommen halt nach und nach in diese OT-Welt, wenn diese dann auch IP sprechen lernen und dann irgendwie da mitgenutzt werden. Und der Verpeilerspruch, den man so immer im Clubumfeld oder im Chaos nutzt, ja, das ist IP-basiert, das kann nicht funktionieren. Oder auch von mir so dieses, es wurde nachträglich IP-ifiziert. Ja, das hat schon was. Ne? Wir holen uns diese IT-Probleme in die OT, in die Produktionsumgebung, weil es dann entsprechend genau diese Fragestellungen enthält, die wir eigentlich versuchen zu lösen, sehr kläglich in der IT. Ja, und in der OT fällt das jetzt immer mehr Einzug und es ist auch nicht aufzuhalten. So. Aber ohne dieses Asset Management, in dem ich wirklich alle Komponenten kenne, kann ich kein funktionales Risikolagebild oder Business Continuity Management haben. Ja, also insofern hätte ich ja eine falsche Sicht oder keine vollständige Sicht auf mein Risikolagebild oder auf mein Business Continuity Management und dann ist es eher ein No Risk, No Fun. Und das ist ja suboptimal, um es mal so zu sagen. Ja. Kommen wir zur physischen Sicherheit. Wir haben beispielsweise Pumpenhäuschen mit den Feldsensoren, wie ich vorhin erwähnt habe, 70 Jahre alt laufende, supergeile Pumpen erlebt. Da war dann dieses Feldsensoren-Geraffel drumherum, ein bisschen IT, also so ein Cisco-Switch mit einem GSM-Uplink, der dann natürlich ins Netzwerk des Betreibers irgendwie reinführt, um dann natürlich auch diese Feldsensoren zu überwachen, zu prüfen und so weiter. Früher hat man das sozusagen ausschließlich mit Field-Service-Technikern vor Ort gemacht und jetzt kann man sich das natürlich sparen und die dauerhaft überwachen und auch vorzeitig erkennen, ob eine Komponente vielleicht ausgetauscht oder werden muss oder die Wartung gemacht werden muss. Aber man hat damit natürlich den Zugang ins Netzwerk dahingestellt, physisch oder alternativ dann per Wellenformgeneratoren, weil manche dieser Komponenten, die man da aufbaut, auch einfach mal WLAN oder Bluetooth durchaus aktiv haben. Und da muss man auch gar nicht physisch in so ein Häuschen einbrechen, um da irgendwie Zugang in die Komponenten zu kriegen, sondern könnte eventuell sogar davor schon eindringen. Falls man aber doch rein will, oftmals werden oder wurden generische Schließanlagen eingesetzt, haben aber keine Einbruchserkennung. Wir hatten einen Fall, wo es dann hieß irgendwie, ja, Pumpmäuschen, total egal, alles kein Problem, wir steuern alles hier zentral. Haben wir gesagt, naja, aber ihr habt da schon irgendwie auch Komponenten mit End of Life seit vielen Jahren, die könnten dann irgendwie kompromittiert werden. Ja, aber da kommt ja keiner rein. Ah, okay, ist abgeschlossen, habt ihr ein spezielles Schließsystem? Ja, nee, ist hier Idealstandard. Haben wir gesagt, ja, aber wie oft wird denn dann in so Pumpenhäuschen eingebrochen? Und dann so, ja, Moment, dann müssen wir mal gucken. So, ah ja, schon ab und an, aber dann gucken wir halt, wenn alles läuft und dann bauen wir ein neues Schloss oder Tür ein und so. Ist halt Randal und so. Ja, und was ist, wenn jemand da wirklich reingeht und an der IT rumfummelt und von da aus den Uplink hat?
Jetzt, wo sie es sagen, ne, so, okay, haben wir drüber geredet, Mängel eben aufgenommen und dann wurde sich drum gekümmert. Aber es ist eben nicht selbstverständlich für, ich sag mal, für Menschen, die eher so aus dieser Ingenieursecke kommen und sagen, wir machen Funktion, wir machen Betrieb und das tut alles und wir kriegen die Messwerte. Die haben halt mit diesem ganzen maroden, kaputten IP-Geraffel irgendwie nichts zu tun und das ist halt für die echt, naja, neues Leid, das sie so kennenlernen müssen. Ja? Und dieses neue Leid, das habe ich zum Beispiel auch kennenlernen müssen und zwar komme ich jetzt zu meinem Lieblingsthema. Beim Wort Fernwartung leide ich innerlich immer ein bisschen, Leute. Das ist Fernwartung, da gehe ich immer so ein bisschen kaputt. So. Ich erkläre euch mal, wie Fernwartung in kritischen Infrastrukturen ist, aber wahrscheinlich kennen einige von euch aus den Konzernen, Unternehmen oder wenn ihr IT-Betrieb macht von den Kunden, was da so geht und was nicht geht. Also wir haben erstmal klassisch Fernwartung. So Fernwartung oder Fernadministration, ich nenne das jetzt einfach gemeinsam. Fernwartung ist nochmal ein bisschen anders als Fernadministration, aber Remote Access grundsätzlich. Unzureichend gesicherte Remote-Zugänge gibt es natürlich auch in kritischen Infrastrukturen genauso wie in allen anderen Bereichen. Oder auch seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres yet another Citrix Sheetrix. Sheetrix war ja ein Bug oder besser ein Enterprise-Lösung, Unternehmensversagen eines Softwareherstellers, der auch Hardware verkauft. Der war schon echt übel. Also das war echt super billig. Mit ein paar ganz banalen Tests hätte man das sofort erkennen können. Und das Bugfixing hat irgendwie sich auch wie Kaugummi lang gedehnt. Weltweit als auch in Deutschland waren lange Zeit kritische Infrastrukturbetreiber davon betroffen. Es sind Leute kompromittiert worden dadurch, also wirklich ernsthaft eingebrochen worden in die Systeme, weil es einfach jedes Script-Kiddie, irgendwie jeder, der eine Tastatur bedienen kann, konnte da irgendwie ganz banal von außen in diese Citrix-Netscaler rein. Und die werden halt als VPN-Endpunkt für den Remote Access bereitgestellt und damit war die erste Hürde ja schon überwunden. Da haben sich also Bitcoin-Miner irgendwie bereit gemacht, da haben sich durchaus der eine oder andere irgendwie reininjected mit einer Backdoor und haben in manchen Unternehmen wurde sogar eine weitere Backdoor implementiert, nach dem Motto, naja, die ist so obvious, die wird bald sterben, dann bauen wir uns aber eine zweite ein. Ja, und so hat also dieses Citrix-Sheetrix ganz schön Schmerzen verursacht. Aber das ist ja nicht der einzige Hersteller oder die einzige Situation, wo du sagst, ich bräuchte einen Oktopus, weil für den Facepalm reicht die Hand nicht aus. Ich brauche 8 statt 5 Finger. Citrix ist ja nur ein einziger, der dieses Jahr zumindest zweimal irgendwie es vergeigt hat. Cisco ist regelmäßig ein Klassiker, der immer wieder dabei ist. Die haben immer wieder irgendwelche Upsi-Backdoors. Upsi, da war wieder ein Klartext-Root-Zugang irgendwie implementiert. Dann ist der versehentlich rein. Wir müssen den wieder raustun. Ist ja compromised by design oder compromised by default. Keine Ahnung. Pulse VPN war dieses Jahr höchst kaputt. Remote Access. FortiGate VPN, dann hatte FortiGate ein SSH-Problem, wo es dann irgendwie auch Vollzugriff gab, dann eine Datenbank-Backdoor. Microsoft hat mit dem Remote Desktop-Protokoll, also RDP, dieses Jahr auch schon Probleme gehabt, ernsthafter Sorte. Sophos war betroffen, die eine schwere Lücke hatten. F5 war auch schon defekt dieses Jahr. TeamViewer hatte auch einen relativ großen Fail und viele, viele mehr. Also die Liste ist echt lang. Ich habe euch jetzt nur ein paar, die mir so auf der Hand liegen, gerade aktuell genannt. So, machen wir es kurz. You name it. Es ist hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dabei ist. Ja. Und die Angriffe werden halt als Walkthrough durchgeführt. Walkthrough heißt, man fängt also an von außen mit so einem Remote Code Execution wie bei Citrix Sheetrix in die DMZ, in das Unternehmen reinzukommen. Dann konnte man da beispielsweise dann die Zugangsdaten absniffen, weil man volle Kontrolle über das System übernehmen konnte, die dann die Leute nutzen, um da reinzukommen. Dann kann ich vielleicht mitsniffen, was Domain-Administrator-Zugänge sind oder eine Engineering-Operator-Workstation. Und wenn ich halt zur Engineering-Operator-Workstation vordringe, die ja genau wegen solchen Tools wie Citrix irgendwie abgesichert ist oder den anderen, ab dann wird es nicht mehr lustig. So. Ab da kann man schon fieses Zeug machen und von daher sollte man also gucken, dass diese
diese Problemstellung, so erste Phalanx von außen und Remote Access, Fernwartung wirklich ordentlich adressiert werden. Ja. Jetzt habe ich euch Fernwartung erklärt, jetzt erkläre ich euch einmal ferne Fernwartung. Was ist ferne Fernwartung? Ja, in so Trafostationen zum Beispiel oder in Außenstationen haben wir dann irgendwie unbekannte ferne Fernzugänge entdeckt und gesagt, das ist ja schick, hier gibt es eine Fernwartung. Und dann hat der Kritisbetreiber gesagt, what, die kennen wir nicht. Ja, lass mal recherchieren, wir hatten da noch einen Zugang reingelegt und macht das aus der Ferne. Und dann haben wir gesagt, okay, die ist unbekannt, aber vorhanden, jetzt wollen wir antworten. So, ne? Und dann kam raus, für Monitoring und Überwachung hat man da IT und Uplink reingestopft und irgendein Dienstleister hat dann da reingeguckt oder die Leute, die nicht für diese Fernwartung oder für den Bereich zuständig waren, ne? Wie das IT-Abteilung versus OT-Abteilung, haben dann den Betrieb da irgendwie einfach mal ein VNC dran geflogen oder sowas und sagen, ja, jetzt müssen wir nicht jedes Mal dahin fahren und spart ja auch Reisekosten und Leute und können alle sehr angenehm und bequem überwachen. Also bei ferner Fernwartung habe ich schon gedacht, oh Mann, aber das wäre ja einfach, wenn es einfach nur in die Ferne geht. Es gibt auch ganz nahe ferne Fernwartung. Was ist das? Unbekannte ganz nahe Fernzugänge, zum Beispiel, wenn man als Prüfer so im Leitstand steht und einen GSM-Uplink mit seinem Laptop hat, um die Dokumente zu befüllen und so weiter. Und dann die Fernwartung des Leitstands auf dem Laptop halt mal so aufruft und zeigt. Und dann denkt man so, das ist jetzt eigentlich nicht, also man sollte jetzt bei euch so den Leitstand sehen können, lokal hier, aber warum kann ich das jetzt auf meinem Laptop? Und dann gibt es auch durchaus Mitarbeiter an einer Stelle dann, echt gute Ingenieure, so muss ich sagen, ne? Ey, die gucken dann ganz verwirrt um das Laptop und meinen, wo ist denn hier das Netzwerkkabel? Sie sind noch gar nicht angeschlossen. Also die haben schon gemerkt, irgendwas ist, da stimmt was nicht so. Dass ich vielleicht mit dem Internet verbunden bin und vom Internet aus auf ihren Leitstand kommen, haben sie dann vielleicht nicht erwartet, aber zumindest irgendwie ein bisschen gecheckt, nachdem wir dann da standen. Und ja, da war es dann so, der Dienstleister hatte da mal diese Idee, ne? Das könnte man ja kurz und dann können die auch gucken, ohne da vorbeizukommen. Und das ist natürlich ganz nahe ferne Fernwartung ist doof. So will man nicht haben. Ja. Aber es ist immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn ich habe ja schon so ein bisschen angekündigt, ich werde eine neue Berufsgruppe etablieren, Fernwartungsarchäologie. Ja, wenn ihr meint, ihr hättet alles gesehen, geht in die Fernwartung in kritischen Infrastrukturen. Es sind echt archäologische Fernzugänge vorhanden auf damals TM-Betriebssystemen. So, ja. So Norton PC Anywhere for Windows Version 2.0. Das ist schon, da sind viele Monde vergangen seit der Entwicklung und dem End of Life. Das ist völlig, also wirklich lang ist es her. Das ist so dieses Install once and use forever. Und deswegen habe ich gesagt, also eigentlich braucht man eine neue Spezialisierung für IT-Security-Berufsgruppen, so den Fernwartungsarchäologen, der kann sich dann mit solchen Fragestellungen und Themen befassen, weil ab irgendwann wird es unkoscher. Aber solche Komponenten sind tatsächlich noch im Einsatz, weil sie einfach funktionieren und kaputtbar sind und naja, wie gesagt, auch den Dauerbetrieb sicherstellen. Ja. Jo, so viel mal zu der Fernwartung und warum ich bei diesem Wort immer so ein bisschen leide. Jetzt habe ich noch so mal die zwei wichtigsten typischen Sicherheitsmängel bei einer Prüfung für euch mitgenommen. Was ist da so der Klassiker? Also eine Umsetzung von ISO 27001 beispielsweise ohne Berücksichtigung von Kritis passiert öfter mal, weil sie eben 1:1 nur Methoden und Maßnahmen genommen haben von ISO, ohne Bezug zu Kritis und setzen die einfach um. Und der Sinn und Zweck von ISO 27001 ist ja ein ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementsystem einzuführen. Und wenn du halt nur die Methoden und Maßnahmen anwendest, ohne ein System, einen kontrollierten Prozess und diesen Feedback-Zyklus zu haben, bringt dir das alles nichts. Und noch weniger bringt es dir, wenn du nicht die kritischen Infrastrukturanforderungen dabei berücksichtigst. Du kannst halt nicht sagen, ja, Risikomanagement, wenn es teuer ist, mache ich es nicht und trage das Risiko. Ja, du musst schon den Versorgungsausfall sicherstellen. Wenn es total teuer ist, dann mache ich das nicht, weil die Angemessenheit, die habe ich ja vorhin erklärt, berücksichtigt werden muss. Angemessen heißt, wenn ich 10 Millionen investieren muss, um dieses Problem zu fixen
Und danach ist dieser Kreditbetreiber insolvent, in 100% Totalausfall. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Also kann ich nicht einfach diese 10 Millionen investieren. Aber wenn ich das Risikomanagement nicht ausrichte auf kritische Infrastrukturen und diesen Schutzbedarf des, jetzt wird es ein bisschen fachlich, Allgefahrenansatz, ich muss alle Gefahren berücksichtigen, die darauf einwirken können auf eine kritische Infrastruktur und insbesondere unter dem maßgeblichen Blick der Versorgungsaufrechterhaltung, also vermeiden von Versorgungsengpässen oder Versorgungsausfällen, dann ist das eine Schieflage, die ich da implementiere. Ich habe also nicht den Sinn und Zweck angewendet, sondern nur die Methoden und Maßnahmen. Und das ist absolut falsch, aber oft zu sehen. Und damit riskiere ich nicht nur mein Risikomanagement, sondern auch mein Business Continuity Management. Und damit erfülle ich dann auch nicht mehr den Sinn und Zweck der Übung, diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten im Problemfall. Ja. Und diese reine Umsetzung technischer Maßnahmen gibt es auch oft. Ne? Kritis fordert die Umsetzung von eines geeigneten Managementsystems, hat ja gerade schon gesagt. So, die reine Umsetzung dieser technischen Maßnahmen ist also nicht zielführend, weil ich nicht Informationen absichere und manage. Und zwar systemisch. Also wirklich nach einem Konstrukt mit einem Feedback-Zyklus, so wie es klassisch in so einem ISMS nach ISO 27001 oder Grundschutzkompendium vom BSI erklärt wird. Und da würde ich mir echt wünschen, dass so manche Berater, Kritisbetreiber und vielleicht auch Prüfer, die es dann so prüfen und abnehmen, haben wir auch schon erlebt, vielleicht nochmal verstehen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von Kritis und dann auch ein bisschen besser darauf eingehen können. Ja. Typische Sicherheitsmängel bei den Prüfungen sind auch branchentypische Gefährdungen werden nicht berücksichtigt, weil man halt so einen Standardkatalog rangezogen hat und sagt, das, was hier branchenspezifisch ist, konnte ein Standardsicherheitskatalog ja gar nicht berücksichtigen. Oder die IT-Abteilung hat sich da wesentlich mit befasst, weil es ja ein Sicherheitsstandard, Security, das macht die IT-Abteilung Cyber. Die haben dann natürlich nicht mit der OT oder mit der Produktionsabteilung gesprochen und demzufolge branchentypische Gefährdungen gegebenenfalls nicht berücksichtigt. Haben wir häufiger erlebt. Das Risikomanagement haben wir gerade schon besprochen. Wichtige offene Maßnahmen nicht im Risikobehandlungsplan. Ja, also die haben dann offene Punkte und haben die aber vergessen, in den Risikobehandlungsplan aufzunehmen und zu sagen, ja, dann müssen wir uns dem stellen, so die adressieren. Irgendwer hatte den Risikobehandlungsplan in der Verantwortung und irgendwer hat diese Maßnahmen gesehen, die da Defizite sind, aber die haben nicht miteinander geredet und dann hast du halt offene Baustellen und Risikobehandlungsplan, der toll aussieht, weil alles vollständig adressiert. BCM nicht umgesetzt, haben wir gerade schon besprochen. Kritisumgebung zu kleiner gewählt, ist auch immer ganz lustig. Die wollen natürlich ihren Scope, ihren Geltungsbereich möglichst klein halten, weil man all diese Maßnahmen da implementieren muss. Aber ich muss eben auch alles betrachten, was auf diese Aufrechterhaltung der Versorgung einwirken kann. Und das ist dann oft so, dass irgendwelche Spezialfälle noch existieren, die sie übersehen oder nicht berücksichtigen und damit dann auch diese Umgebung zu klein wählen und es dann auch nicht vollständig passt. Und ich hatte es ja vorhin auch schon erwähnt, Asset-Inventar, also oft werden OT-Komponenten vergessen, manchmal sind sogar die IT-Komponenten nicht vollständig. Und wie gesagt, habe ich kein vollständiges Bild, habe ich auch kein vollständiges Lagebild, habe ich auch kein vollständiges Risikobild und damit habe ich auch keinen vollständigen Betrieb, sondern Betrieb per Zufall und das ist schlecht. So, das war so ein bisschen der Einblick und Überblick. Vielleicht noch ein paar Schlussfolgerungen, damit ich euch nicht völlig deprimiert aus diesem Talk rauslasse. Kritis eröffnet eine gute Ausgangsposition, um IT und OT-Sicherheit zu verbessern und vor allem auch zusammenzuführen. Ja, das ist ein guter Startpunkt und man geht diese Schritte auch, aber es sind noch viele Schritte zu gehen. Aber in diesen kleinen Schritten wird die IT-Sicherheit und auch die Sicherheit der Versorgungslage kontinuierlich verbessert. Das ist wirklich cool. Das freut mich und es gibt mir auch die Kraft sozusagen, ja, ich mache da weiter. Und was tatsächlich aber auch gefragt ist, ist das Zusammenspiel von Behörden, Betreibern und Herstellern. Ja, es hilft alles nichts, wenn das BMI ständig irgendwelche Unsicherheitskonzepte offensiv oder im Militär dann Hackback und sonst was gegen kritische Infrastrukturen gemacht wird, gesagt wird, Verschlüsselung ist schlecht, wir müssen ja aufbrechen. Telekommunikationsdienstleister haben alle möglichen Daten auszuliefern und gleichzeitig wollen wir aber die kritischen Infrastrukturen absichern mit genau diesen Maßnahmen. Ja, entweder oder.
das geht nicht, ne? Da müssen die Behörden auch irgendwie einen Konsens finden. Und ein BSI, was zu nah am BMI ist, was eben auch Sicherheitsbehörden versorgt, da schlagen zwei Herzen in der Brust und dann muss ich immer irgendwie einen Kompromiss finden. Das ist auch nicht förderlich für kritische Infrastrukturen. Ja. Die Betreiber selber müssen da natürlich auch miteinander, mit den Herstellern, mit den Behörden und untereinander sich formieren. Das passiert langsam. Und die Hersteller, ja, habe ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, die haben da auch noch einiges zu gehen. Die müssen auch verstehen, was Safety und was Security ist, wie man das zusammenleben kann und wie man diese Produkte dann auch gemeinsam sozusagen diese Fragestellung IT-Sicherheit, Security und Safety da adressiert. Also insofern ist da noch einiges zu tun, aber es sieht zumindest gut aus und erste Schritte werden ja auch da adressiert. Vielleicht noch zum Schluss eine kleine Abgrenzung zu Kritis nach diesem Paragraph 8a BSI-Gesetz, damit ihr auch das nochmal mitbekommen habt. Kritis aus dem BSI-Gesetz Sinne und der Kritis-Verordnung deckt nur den IT-gestützten Teil der kritischen Infrastrukturen ab. Ja, wenn man also das BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, fragt, werden die sagen, naja, es gibt auch andere Probleme, aber das sind nicht IT-basierte Probleme und damit muss man diese natürlich anders adressieren. Dafür gibt es dann sowas wie Gefahrenguttransportverordnungen, ja, weil Gefahrenguttransport hat mit IT eher so nichts zu tun, kann aber auch kritisch werden, wenn da natürlich ein Vorfall ist. Das heißt, abgegrenzt davon sind Umwelteinflüsse. Ja, im Zuge der globalisierten Klimakatastrophe, die auch immer katastrophaler wird, ist das nicht zu unterschätzen. Wir haben ja durchaus sowas wie Schnee, Hochwasser oder ja, die Temperaturobergrenzen werden erreicht. Stichwort zu warmes Kühlwasser aus Flüssen. Wofür? Kraftwerke brauchen Kühlwasser aus Flüssen, um das alles abzukühlen. Und wenn die Eingangstemperaturobergrenze von 28 Grad überschritten wird, ja, dann muss das Kraftwerk runtergedrosselt oder sogar abgeschaltet werden. Und tatsächlich hatten wir das 2018 echt oft. Da war die Eingangstemperatur zu hoch. Das Problem ist nämlich, das Kühlwasser aus dem Fluss wird ja aufgewärmt durch den Kühlmechanismus und wärmer wieder eingeleitet in den Fluss. Gereinigt natürlich, also ist kein Zeugs drin. Das Problem ist aber, es ist zu warm. Und dadurch würde man Fischsterben und ein Bakteriensterben sozusagen als Kettenreaktion auslösen. Das ist der Start der Kette. Und danach, ja, dann war echt eine Klimakatastrophe so oder eine Umweltkatastrophe. Insofern haben die also dann beispielsweise 2018 sehr oft gedrosselt oder abgeschaltet. Rohstoffzulieferung als Supply Chain ist halt auch kein Kritis im Sinne IT-Problem. Ja, wir haben jetzt in der Pandemie erlebt, Klopapier und Nudeln waren ausverkauft und konnten nicht mehr geliefert werden. Warum? Ja, weil die LKW-Fahrer nicht mehr über die Grenze durften oder wenn sie über die Grenze durften, mussten sie 2 Wochen in Quarantäne bleiben und dann durften sie erst wieder zurück. War nichts mit an einem Tag hin und zurück. Also hat sich alles ziemlich entschleunigt. Ja, und dann war halt wenig bis kein Klopapier da und wenig bis kein Nudeln am Start. Weil die Leute Hamsterkäufe gemacht haben, statt so wie vom BBK empfohlen, in ihrer Notfallvorsorge, Ratgeber-Checkliste zu sagen, legt euch mal einen gewissen Vorrat an von bestimmten Sachen, das schadet nicht, damit man Selbstversorger ist und auch unabhängiger, was Sinn macht. Kommen die einen und sagen, ich habe aber keine Lagerfläche, ja, dann nimm die halt kleine Proteinriegel, die man echt komprimiert vorhalten kann, aber so ein Riegel hält für eine ganze Mahlzeit. Also es gibt immer eine Lösung dafür, man muss nur konstruktiv drüber reden, aber das alles ist eben nicht kritische Infrastruktur, Betreiberschutz, sondern eher so Anrecht auf Lebenserhaltung. Ne? Ja, was auch nicht kritisch im Sinne § 8a BSI-Gesetz ist, ist ein Streik und sowas wie eine Viruspandemie. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Corona-Effekt hätte durch ein SARS-CoV-19-Problem. Ja, das ist halt alles doof und es wirkt natürlich ein. Die Betreiber haben beispielsweise die Leute, die den Leitstand betreiben und wirklich sicherstellen, dass die Versorgung aufrechtgehalten wird, in Isolation gebracht, mehrere Wochen in 2 verschiedenen oder sogar 3 Teams. Ein Team hat dann in Isolation sozusagen den Betrieb aufrechtgehalten. Ein zweites war in Isolation außerhalb des Geländes, um sicherzustellen, wenn da doch irgendwie eine
die Pandemie durchgreift, haben wir noch ein zweites Team und teilweise sogar ein drittes noch irgendwie in Hot Standby gehabt, nach dem Motto, wenn wir das zweite Team einsetzen müssen, müsst ihr schon mal 2 Wochen in Isolation, um dann auch sicherzustellen, dass ihr nichts einschleppt. Und für sowas haben die dann halt so einen isolierten Isolationsbereich, wo dann auch Schlafplätze sind, eine Waschmaschine, Kaffeemaschine. Und die haben natürlich alles Mögliche an Verbrauchsmaterial da gebunkert, aber müssen eben teilweise frische Dinge reinliefern. Und über diese Schleuse ist natürlich immer die Gefahr des Risikos, dass sich jemand infiziert. Also die sorgen schon bedingt durch zum Beispiel einer Viruspandemie für die Aufrechterhaltung der Dienstleistung, weil die Pandemie selbst ist nicht kritisch relevant, IT-relevant, aber die Auswirkungen davon kann eine IT-Störung produzieren und sie müssen halt sicherstellen, dass sie diese Störung irgendwie kompensieren können. Vielleicht noch ein letztes Beispiel zum Schluss, weil es neulich auch wieder sehr akut war. Wasserwerke, Frischwassergewinnungswerke und Abwasserentsorger. Wenn man da Schwachstellen in der IT hat, ist es echt oft, nicht immer, aber echt oft, dass die auf einen mechanischen Betrieb zurückgehen können. Die ganze IT kann also abrauchen, geransomwert werden, kaputt sein. Die Verwaltungsmitarbeiter haben genau gelernt, welchen Handgriff sie so wo tun und die machen den dann auch. Das ist sehr personalaufwendig und stressig, aber man kann es tun. Und teilweise haben wir dann auch geprüft und festgestellt, da gab es ein bisschen Defizite nach dem Motto, naja, wir können jetzt 2 Wochen Betrieb aufrechterhalten, mechanisch. Danach wird es aber mau. Dann haben wir gesagt, okay, wie bildet ihr dann neue Leute aus? Ja, so und so, aber das dauerte länger als 2 Wochen. Ja, dann also besprochen, wie man das Prozedere anpasst und sie könnten also dann, IT macht Puff, wir gehen jetzt in den mechanischen Betrieb über, Frischwassergewinnung wird sichergestellt. In diesen 2 Wochen bringen wir neuen Leuten bei, worauf wir sie achten müssen und werden eingearbeitet und danach können wir auch easy peasy sozusagen diese weiter nutzen und somit einen Regelzyklus sicherstellen und den können wir sogar fast zeitlos dauerhaft aufrechthalten. Das ist natürlich sehr schmerzhaft, teuer, aufwendig. Wenn die Alternative ist, dass niemand mehr was zu trinken hat, ja gut, merkt man selbst, was die Priorität ist. Also insofern ist das alles nicht immer nur schlimm und gruselig, sondern auch durchaus erträglich und man sieht auch einen Ausblick, da ist ein Licht am Ende des Tunnels und ich kann auch in Ruhe drauf zugehen, weil ich weiß, es ist nicht der Zug und seine Lampe. Und damit entlasse ich euch ins Ende dieses Vortrags. Dankeschön. Ich muss und will Risikomanagement in meinem Betrieb umsetzen. Betrieb kleiner 100 Mitarbeiter. Wo gehe ich hin? Wie fange ich an? Ich hätte das gerne in sinnvoll und nicht nur ein Zertifikat. Ja, Klassiker. Also die Frage ist gut und berechtigt, wo gehe ich hin und wie mache ich das sinnvoll? Tatsächlich gehe ich nicht dahin, wo mir irgendwelche Berater oder Zertifizierer oder sonst wer erzählen, hier, wir kommen vorbei mit zig Leuten, machen das alles für euch und verpuffen dann wieder und damit auch das Know-how, sondern es muss vom Management aus initiiert werden, also die Geschäftsführung muss das wollen. Das kann nicht eine IT-Abteilung, ein Admin, die Produktionsabteilung machen. Das Management muss diese Sicherheit wollen, als Unternehmensleitziele definieren und realisieren. Und dann muss man dieses Know-how auch wirklich in den Mitarbeitern einbringen. Ich kann jetzt nur für Beispiele aus dem echten Leben von uns bei der High Solutions natürlich bringen und nicht von anderen, aber weil ich da ja nicht arbeite. Aber wir machen es oft so, auch bei wirklich kleinen Kritisbetreibern, die trotzdem kritisch sind, weit unter 100 Mann. Wir sind rein, haben so einen Coaching-basierten Ansatz gemacht und denen erstmal erklärt, welche Punkte sind wichtig. Und dann haben die sich da eingearbeitet, das gelernt, gemacht, umgesetzt. Und wir sind dann so zur Qualitätssicherung und für Rückfragen nochmal vorbeigekommen oder haben die diskutiert. Und dann haben die nach und nach dieses Know-how selber aufgebaut. Und die sind inzwischen auf einem echt supergeilen Stand. Das funktioniert hervorragend. Aber dafür muss diese Geschäftsführung das auch verstehen, die Unternehmensführung, dass sie das so haben will, dass die Leute das auch selber lernen und verstehen und nicht, dass irgendwelche Externen kommen, dein Geschäft tun und sich wieder verpuffen. Das ist die bescheuertste Art der Umsetzung. Die kann ich echt nicht empfehlen. So. Also das ist eigentlich der richtige Ansatz. Und mit so einem, ich sag mal, externen Berater oder so wäre auch die Möglichkeit, oder man fragt eben bei den anderen Betreibern, welche Schulungen oder so haben die selber gemacht, um auch diese Basis-Know-how erstmal zu haben, um das umsetzen zu können.
Ja, da gibt es auch ein paar, die sind sinnvoll, gibt aber ein paar, die sind für die Füße. Und da muss man dann natürlich auch wieder gucken, wie kriege ich das Know-how in den Mitarbeiter, um das zu realisieren und nicht, wo habe ich irgendeine ranzige Schulung gemacht, irgendein Bapperl oder aber immer noch keine Ahnung. Bringt keinem was. Ja, ja, die nächste, ja, die nächste Frage aus dem Pad ist vielleicht eher metaphorisch gemeint. Fühlt man sich nicht schmutzig bei so einem Job? So viel Sicherheit. Ja, höchstens vor Ort, wenn man in komischen Ecken wie Abwasser, nein, Quatsch, just kidding. Nein, fühlt man sich tatsächlich nicht. Also es ist so, dass ich mich wirklich extrem freue, das machen zu können und zu dürfen, also Kritisbetreibern Hilfestellung zu geben, mit dem BSI, BBK und verschiedenen anderen Behörden oder Aufsichtsbehörden zu arbeiten, mit Verbänden, da wirklich Sicherheit überhaupt mal reinzubringen, da wo where no man has gone before doing IT, so ungefähr. Das ist wirklich toll. Du siehst, dass du was schaffst an Sicherheit und es gibt einem auch die Kraft und den Mut zu sagen, ey geil, ich mach weiter. Wenn man natürlich ein paar Rückschläge kriegt, dann denkt man auch wieder an so diesen Octopus-Facepalm, aber ey, das gehört bei jedem Job dazu. So, also ich fühle mich da nicht schmutzig, ich finde das, okay, ist meine Passion. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Dann eine Frage, wie viele Findings tauchen eigentlich nach zwei Jahren wieder auf, wenn man ein Re-Audit macht? Ja, jetzt gab es ja gerade erst die Re-Audit-Welle, ne? Die müssen alle 2 Jahre Audit machen und das ist noch gar nicht so lang her halt, aber es tauchen manche wieder auf. Es sind auch manche immer noch da drin. Ich hatte ja das Beispiel des Hyrocrackers gebracht, so Ersatzteilbestellung 3,5 Jahre ab Bestellung. Insofern werden auch manche Findings durchaus 10, 12, 15 oder 20 Jahre da drin stehen. Ich kann halt ein MRT in einer Uniklinik nicht aus der Wand reißen und komplett irgendwie wegschmeißen, weil dann Windows 98 drauf läuft. Ich kann aber mit Maßnahmen kompensieren, dass es abgesichert ist. Airgap, also trennen vom Netz, offline arbeiten und ein paar Schutzmaßnahmen drumherum bauen und dann kann ich das Ding auch gemäß des Risikolagebilds wieder sicher betreiben. Und dann kann ich das auch noch die vorgesehenen weiteren 15 Jahre betreiben. Dann bleibt dieser Mangel auch 15 Jahre drin. Aber die Maßnahmen müssen auch kontinuierlich geprüft werden. Sind die noch angemessen oder muss ich weitere Schutzmaßnahmen einbauen? Also insofern durchaus einige sehr lang, aber es sind auch viele verschwunden bei einigen, wo wir echt gesagt haben, holla, die haben sich echt Mühe gegeben und haben ganz schön viel abgearbeitet. Cool. Ob das jetzt wegen BSI und Aufsichtsbehörde war oder Eigenantrieb, das ist mal so, die Mischung macht's aus. Ja, Management Attention, Akkumulation. So, nächste Frage. Sind die Ergebnisse unter den Mitarbeitern in der Regel bekannt oder überraschend? Well, it depends. Mal ja, mal nein. Es gibt Mitarbeiter, die kennen das. Es gibt Mitarbeiter, die kennen es eben nicht. Ich hatte ja vorhin das Beispiel gegeben, der Ingenieure, die wirklich gut waren und dann aber direkt am Laptop gucken, aber sie haben ja keinen Netzanschluss, wieso sind sie eigentlich auf unserem Leitstand? Die haben schon gerochen, dass irgendwas nicht ganz koscher ist. Aber wenn sie halt dieses Know-how nicht haben, was ist IT, Security, dann ist, also was ich nicht kenne, kann ich ja auch nicht erkennen. Das ist dann schwer, ne? Also manche wissen es, wenn man manche fragt, wissen die sehr genau, worauf man hin abzielt und sagen direkt offen, ja, okay, ich habe verstanden, sie wollen also das hinterfragen, da wäre dann dieses und jenes Problem und da haben wir auch tatsächlich, ja, jetzt wo wir drüber reden, haben wir da ein Problem, ja, also es gibt Sonne und Sonne, die Spannbreite ist wirklich von 0 bis 100, ist alles gegeben. So, die nächste Frage, ich wiederhole sie mal, du kannst ja darauf eingehen. Wie schafft man es, motiviert zu bleiben, wenn immer ein und derselbe Prüfkatalog abgearbeitet wird? Wird das nicht langweilig? Also der Witz ist, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es einfach zu machen. Es gibt nicht den einen Prüfkatalog bei kritischen Infrastrukturen. Ich habe entweder eine Vorgehensweise nach Orientierungshilfe Orientierungshilfe nach § 8a BSI-Gesetz vom BSI. Ich habe branchenspezifische Sicherheitsstandards und dann pro Branche oder teilweise pro kritische Dienstleistung einen. Das heißt, es gibt nicht den einen Standard für IT und TK oder Finanz- und Versicherungswesen, sondern es gibt einen für Versicherer, einen für Banken, vielleicht noch einen zweiten für Banken oder für bestimmte Börsen. Insofern sind das total unterschiedliche Sicherheitsstandards und der Betreiber darf auswählen, nach welchem Kriterium geprüft wird und der Prüfer validiert erstmal, ob diese
Prüfgrundlage angemessen ist und passt. Aber insofern ist jede Prüfung quasi fast individuell, ja, weil es einfach ganz viele verschiedene Prüfgrundlagen, Mixe und Variationen gibt. Und das ist für jemanden, der als alter Hase ein bisschen schnell gelangweilt wird, wenn er zum 12. Mal dasselbe prüft. Aber auch jeder Kritisbetreiber ist anders und seine Problemlage. Und deswegen wird es auch nie langweilig da. Das ist garantiert nicht öde. So. Dann was ist der Unterschied zwischen Sicherheit und Konformität? Welches ist wichtiger? Well, it depends. Habe ich Haftungsfragen nach medizinisches Produktgesetz oder so, muss ich natürlich die Konformität auf jeden Fall sicherstellen, weil sonst die Haftungsfrage unermesslich wäre und ich auch einen Schaden im oder am menschlichen Körper bewirken könnte. Und ganz ehrlich, pfeif auf die Security, wenn da, nur weil ich den neuesten Patch eingespielt habe, jemand in der Insulinpumpe eine andere Druckregulierung hat. Das geht nicht. So, also Safety first. Ja. IT oder IT Security als Mittel zum Zweck, um die Safety weiter aufrechtzuerhalten, d'accord. Insofern ist für mich ganz klar, diese bei Safety-relevanten Dingen die Konformität wichtig auf diese Safety-Dinge, aber die Sicherheit muss das ergänzen und fördern und verbessern, weil wenn ich es nicht mache, dann habe ich eben genau dieses IT versus OT und damit eine Diskrepanz, die dann wieder auf die Safety wirken kann, weil wenn Leute irgendwie nichts zu trinken, keinen Strom, was auch immer haben, dann gibt es Gefährdung von Menschenleben, klarer Fall. Nächste Frage. Wie wird die Grenze bemessen, ob ein Krankenhaus unter Kritis fällt? Die Grenze Verordnung für 500.000 scheint mir da nur schwer umsetzbar. Na, das ist zum Beispiel die Übernachtbettenbelegung. 30.000 Bettenbelegungen pro Jahr. Also nicht, wie viele Betten habe ich, sondern wurden die 30.000 Mal belegt im Jahr? Ist da die Bemessungsgrenze? Diese Bemessungsgrenzen und die Schwellenwerte, also wie sie sich berechnen und herleiten, sind in der sogenannten BSI-Kritis-Verordnung. Das ist auch tabellarisch gut dargestellt und immer erklärt, was die Berechnungsgrundlage ist und so. Das ist insofern sehr trivial und einfach ermittelbar bei Krankenhäusern. Wie kommt es, dass Chemie aktuell kein Kritis ist? Diverse Gesetze, Chemiewerke im Ausland sollte uns ein Beispiel sein. Früher hatten wir das Problem bis in die 90er, in DE auch häufiger, höchst Frankfurt, BASF und so weiter. Also ich grinse gerade wie ein Honigkuchenpferd von einem Ort zum anderen, denn das BBK fand das total wichtig, dass Großforschungseinrichtungen, Chemie und so weiter auch kritisch sind. Es gibt so ein Dokument, was sie veröffentlicht haben, 10 Jahre kritische Infrastrukturen. Da steht auch drin, welche Arbeitsgruppen wann was als kritisch definiert haben. Und wir haben ja Chemie und Pharma ist ja sozusagen sehr nah aneinander und es gibt auch so Verbände, die beides adressieren. Pharma ist kritisch, Chemie nicht. Ich kann nicht verstehen, warum Chemie nicht relevant ist, warum Großforschungseinrichtungen nicht relevant sind, aber man im IT-Sicherheitsgesetz 2.0-Entwurf, der jetzt wieder mal geleakt wurde von netzpolitik.org, auch hier nochmal danke fürs Leaken und danke fürs Transparentmachen, was für Gesetze wie kommen. Das ist echt wichtig. Da hat man dann so eine Art Kritis-Light, diese Institutionen im öffentlichen besonderen Interesse und dann Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, also so als Kürzel ISBÜFI oder UNBÜFI. Ich bleibe so bei dem alten Klassiker von früher, ISBÜFI. Diese ISBÜFIs sind dann irgendwie besonders hoch im Aktienindex gewesen oder machen irgendwie Dinge aus Gründen, die irgendwie keinen interessieren oder sind sogar Rüstungsindustrie, wo ich dann sage, ey, Rüstungsindustrie, wenn die ausfällt, okay, dann hätte die Polizei keine neuen Pistolen. Ist das jetzt unmittelbar gefährdend für die Bevölkerung? Nein, ist ein Supply Chain Problem. Also ist das nicht kritisch im Sinne von kritisch IT-Sicherheitsgesetz. Sehr wohl aus nationaler Sicherheitssicht und dann sollte ich mir vielleicht die Frage stellen, Rüstung hat da drin nichts zu suchen, aber Chemie hat da was drin zu suchen. Die haben nämlich zum Beispiel ganz viel Desinfektionsmittel hergestellt, was so für die Endverbraucher relevant ist. Dann tut man lieber sowas wie eine Rüstung in das Weißbuch des Verteidigungsministeriums und adressiert es aus nationaler Sicherheitssicht. Und wir packen dann vielleicht zur Abwechslung doch mal
Großforschungseinrichtungen, Chemie und so ein paar andere Dinge, die vielleicht Relevanz haben, da rein. Also schwer dafür, stimme ich zu. Ist nicht nachvollziehbar. Kann auch das BMI nicht erklären. Plus eins. So, dann die nächste Frage. Gibt es eine Möglichkeit per IFG, kritische, spezifische Kritisberichte abzufragen? Also kann man versuchen, aber ich denke, da wird sehr klar gesagt, der Prüfbericht und die Mängelliste enthalten ja Unternehmensdetails und echt kritische, sensitive Informationen, und allein aus diesem Unternehmensschutz wird man entweder komplett ablehnen oder große Teile davon. Und wichtig ist, der Prüfbericht wird standardmäßig nicht ans BSI geschickt. Es wird nur die Mängelliste ans BSI geschickt, plus die Prüfer unterschreiben so ein Formblatt, was sie genau getan haben und dass sie das auch gemäß den Vorgaben gemacht haben. Dann unterschreibt der Betreiber dieses Formblatt und sagt auch aus meiner Sicht alles korrekt und schickt das mit der Mängelliste hin. Der Prüfbericht wird nur ans BSI übermittelt vom Betreiber, wenn das BSI oder im Hintergrund dann die Aufsichtsbehörde nachgefragt hat. Die haben also bei weitem nicht alle Prüfberichte da. Die brauchen die auch nicht, wenn das völlig klar ist alles. Insofern, also die Mängelliste kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand so verrückt ist, die bereitzustellen und öffentlich zu machen. Das ist nicht sehr produktiv, glaube ich. Aber vielleicht einfach versuchen. Keine Ahnung. Sukzessive überfragt den Staat. So, nächste Frage. Wie oft kommen Kommentare à la, ach kommen Sie, das sehen Sie jetzt wirklich viel zu genau. Lass mich das mal mit dem Kommentar des Projektleiters bei einem Kunden DAX-30-Konzern beantworten, der das meinem Mitarbeiter gesagt hat. Der hat gesagt, ey, können Sie dem Herrn Natuck mal einen Sprachkurs bei Ihnen in der Firma verpassen? Der Mitarbeiter so, hey, was? Wie Sprachkurs? Warum? Er sagt, hey, der kann immer nur Nein sagen. Bringen Sie dem doch mal bei, dass der Ja sagt. Wir sagen dann, ist das Nein? Können wir Nein? Aber wir wollen Nein. So, Mann, ey. Also, ja, ist manchmal schwer, aber tatsächlich ist es nicht immer so. Also insofern, mal ja, mal nein. Wenn es gut ist, bin ich sogar manchmal lobend und kann da was Nettes zu sagen. Aber wenn es halt nicht passt, dann ist halt nein. Und ich habe auch schon Aufträge oder Projekte abgebrochen oder abgelehnt, weil es echt spooky klang, und habe gesagt, nee, ey, das machen wir nicht so. Dann geh bitte woanders hin, da kannst du das machen. Wir machen es ordentlich oder gar nicht so. Dankeschön. Ja. Sehr gut. Dann was qualifiziert jemanden als Kritisprüfer? Braucht man eher Spezialisten oder Generalisten mit breitem Wissen, weil man an so vielen Stellen verschiedene Sachen kaputt sein können? Also es gibt drei Thematiken, die adressiert werden müssen im Prüferteam. Das ist die Auditorenkompetenz. Man muss wissen, wie man auditiert, wie man Fragen stellt, wie man die Gespräche führt und so weiter. Das ist das Auditorwissen. Es gibt das IT-Fachwissen, das IT-Know-how, was man nachweisen muss. Und es gibt die branchenspezifische Expertise, die man haben muss. Und wenn ich die branchenspezifische Expertise nicht im Unternehmen habe, kann ich auch kein Prüfteam für diesen kritischen Infrastrukturbereich abdecken und damit die Prüfung nicht machen. Wenn ich aber voll toll in der Branche bin, aber keine Ahnung von IT oder von Auditieren habe, dann kann ich es trotzdem nicht. Insofern braucht man diese drei Kompetenzen plus im Prüfteam muss mindestens einer die sogenannte Prüfverfahrenskompetenz nach § 8a BSI-Gesetz haben. Prüfverfahrenskompetenz heißt 1 bis 2 Tage Schulung, in der man erklärt bekommt, was ist dieser Allgefahrenansatz, warum muss ich für Kritis den Fokus auf dieses Vermeiden von Versorgungsengpass legen, wie soll dieses Gesetz interpretiert und ausgelegt werden, was ist ein B3S und wieso gibt es so viele unterschiedliche Prüfgrundlagen etc. Also das muss grundsätzlich im Team sein und diese drei einzelnen Kompetenzen werden durch, ich weiß nicht mehr, 3 oder 5 Jahre in dem Bereich tätig gewesen sein oder so und so viel Auditorentage gehabt haben, also Tage, die anerkannt werden als, an diesem Tag hast du als Auditor mitgearbeitet und dann hast du sozusagen die persönliche Kompetenz und das Unternehmen, in dem du dann als Prüfer agierst, muss als prüfende Stelle beim BSI benannt sein. Das muss also auch bestimmte Vorgaben einhalten und dann kann man Prüfer sein in einer solchen prüfenden Stelle bei einem Unternehmen. Ja, dann kann jeder sofort loslegen. Genau.
Okay, dann herzlichen Dank, Honk oder Manuel, für diesen spannenden Einblick. Man sieht, in unserer Branche gibt es immer genug zu tun und das wird auch niemals langweilig. Da mache ich jetzt erstmal einen großen Applaus irgendwie so auf die Bühne. Du hörst das jetzt nicht, aber die Massen draußen, die sind parallel unterwegs. Und ja, dann herzlichen Dank.